Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, Folge 100 vom Radsportmanager, der Beginn der Tour de France von Sedan nach Sedan. Wir starten nicht in Holland, sondern wir spielen die alternative Tour de France. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Also nicht wundern, wenn die Etappen sich nicht mit denen gleichen, die man eben kennt aus diesem Jahr. Ja, jedes zweite Jahr ist eine andere Tour de France dabei. Wir spielen jetzt also, wie gesagt, den Start in Frankreich mit einem 6,4 Kilometer langen Einzelzeitfahren. Immerhin kein Teamzeitfahren, das ist schon mal ein Fortschritt. Wir sehen unser Team, wir schauen es uns in Ruhe an. Fabio Aru wird am Start sein. Leider ist er noch etwas erschöpft vom Giro d'Italia, wo er ja leider nur Vierter geworden ist. Die Regeneration ist bald. Also bei der Tour de France wird es relativ schwierig, sich zu regenerieren. Aber ich denke mal, dass er uns vielleicht am Berg helfen kann. Als nächstes, als Teamkapitän wahrscheinlich dabei, ist Romain Bardet mit einem Bergwert von 82. Er befindet sich schon in guter Form, verdient auch deutlich mehr, als wir selbst nächstes Jahr verdienen werden. Aber als Tour de France, naja, wer weiß, was wir rausholen können. Vielleicht Podium, das weiße Trikot. Tour de France-Sieger möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber das wird relativ schwierig, denke ich mal. Die beiden Zeitfahren können uns aber tatsächlich in die Karten spielen. Kommt drauf an, wer alles teilnimmt. Thies Benoit ist dabei, der bei den Klassikern dieses Jahr sehr, sehr gut am Start war, eine, der uns in der Ebene sehr gut helfen kann und auch dort wahrscheinlich ab und zu mal beschützt. Arnaud Demare für die Sprints, wir sehen, er ist sehr gut in Form. Gerade in den ersten Tagen kann er da vielleicht mal um den Etappensieg mitfahren. Stanek Stuber ist dabei, auch einer für die Ebene, der ja auch dieses Jahr 2015 bei der Tour eine Etappe gewonnen hat. Das war da, wo Toni Martin sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Dylan Teuns, ein Mann für die hügeligen Ankünfte. Hügelwert von 82, sehr, sehr guter Typ. Nächstes Jahr wechselt er zum südafrikanischen Team MTN Quebeca. Würde ich sagen, eher ein Rückschritt, aber großer Gewinn für das MTN Quebeca-Team. Nächstes Jahr dann noch kein Vertrag. Edward Teuns, also der andere Teuns, mit einer Beschleunigung von 82, ein guter Sprinter, ist der Anfahrer von Arnaud Demare. Dann kommt natürlich Jan Ullrich. Wir schauen an, wir haben einen gelben Formwert am Berg eine 81. Hügel 74, Zeitfahren 80, wird relativ schwierig, jetzt bei der Tour de France ganz vorne zu landen, aber vielleicht schaffen wir ja noch den Stufenaufstieg. Greg van Avermaet ist auch noch dabei, typischer Helfer, einer, der auf dem Kopfsteinpflaster relativ gut ist. Bei der Tour de France dieses Mal wird es aber kein Kopfsteinpflaster geben. Hier sehen wir auch schon, wer quasi Teamkapitän sein wird bei den Mannschaften. Movistar mit Viviani, Bongiorno, ein guter Hügelfahrer, Jungels, sehr guter Zeitfahrer. Aage Deuxerre am Start mit Bauke Mollema, mit Meintjes, ein sehr, sehr guter Fahrer, Konkurrent fürs weiße Trikot. Clerc sagt mir jetzt kein Fahrer was, na klar ist doch Cyril Gauthier, aber der wird jetzt auch langsam ins Alter gekommen sein. Francis Desjeux mit Brian Coquart oder Brian Coquart und Tony Galopin, weil jetzt Sarraut ist, ist mir momentan, sagt er mir nichts. IM Cycling mit Boissonhagen am Start und Sam Bennett, also quasi nicht unbedingt auf Gesamtwertung aus. Lotto Soudal, auch ein paar gute Fahrer dabei. De Büskere, ein sehr guter Sprinter. Van Marke, ordentlicher Fahrer. Blacko Smith ist dabei mit Fabio Aru, Benoit und Bardet. Da sind wir gar nicht genannt. Da sieht man schon, wo die Prioritäten liegen. Track Factory ist dabei mit Cancellara, Arredondo für den Berg und Lampard. Weiß gar nicht, für was der dann gut ist. Cas Monegas ist am Start mit Nairo Quintana, mit Thibaut Pinot, mit Alberto Contador. Und ich will gar nicht wissen, was hinten noch alles ankommt bei Cas Monegas. Entschuldigung, wenn sich das jetzt gerade komisch angehört, im Mikrofon. Entschuldigung, da waren wir schon. TJ van Garderen ist für Lotto dabei. Niki Terpstra ebenfalls. Vor Orica Green Edge ist Richie Port dabei. Michael Matthews und Caleb Ewan eher für die Sprintankünfte bzw. für die Hügel. Log Oil hat Nibali und Kwiatkowski dabei. Alexander Kristoff für die Sprints. Team Katjuscha, Adam Yates, der uns eben ja bei der Tour des Swiss schon geschlagen hat. Und Peter Sagan als Kapitän, Sakharin auch als Helfer für Adam Yates dabei. MTN Kubica mit Rui Costa für die Gesamtwertung, guten Fahrer am Start, Nizzolo für den Sprint. Lusto Krui, ein kleines Team, aber immerhin Genier dabei. Irua Risaga, habe ewig lang gebraucht, um diesen Namen richtig auszusprechen, wahrscheinlich immer noch falsch. Und Roger Kluge oder Roger Kluge ist auch dabei. Dann blättern wir mal um. Team Sky hat Cavendish dabei, Injao und Kreuziger, also auch gute Chancen. Dann natürlich hier das Triumvirat des deutschen Radsports. Toni Martin, John Degenkolb, Marcel Kittel. Alle drei sensationelle Fahrer. Zwei Sprinter, ein richtig guter Zeitfahrer, wobei Toni Martin auch ein guter Allrounder geworden ist. BMC Racing mit Wilhelm Moss und Tom Boonen gibt es tatsächlich immer noch. Nasser Bohani für den Sprint.
Cannondale mit Jungsgard, den wir ja ums weiße Trikot geschlagen haben, und Polans. Das Team Jus sagt mir jetzt so nichts, genauso wie die Fahrer. Verandas Willems, ein kleines belgisches Team, hat Bradley Wiggins unter Vertrag. Chatagnarov kennen wir, glaube ich, noch. Der hat mal Nachführarbeit für, ich glaube, war es Rodriguez gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Und Alan Talansky, heißt der Alan Talansky? Ich glaube. Ruhmpott mit Slagda, den wir auch eben noch bei der Tour de Suisse gesehen haben, und Boy van Poppel für den Sprint. Die Favoriten für den heutigen Tag sind wir nicht genannt, weil unser Prologwert einfach zu schlecht ist. Aber da ist selbst Toni Martin nicht auf 1. Heute Favorit ist Kwiatkowski auf den Sieg. Rowan Dennis natürlich auch, der ja auch den realen Auftakt gewonnen hat. Und ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal in die Etappe rein. Wie gesagt, die Form ist momentan nur gut, aber wir werden am Anfang jetzt keine Minuten verlieren. Relativ flach alles, die zweite Etappe. Wenn wir uns das nochmal ganz kurz anschauen, die zweite Etappe ist relativ hügelig, aber jetzt auch nicht so, dass wir da viel Zeit einbüßen sollten. Und danach ist es nur flach. Also das bis zur sechsten Etappe hin können wir die Form noch ein bisschen aufbauen. Und der lange Rede, kurzer Sinn, ich lasse den Ladebildschirm jetzt drin, dann kann ich nämlich immer noch ein bisschen was erzählen. Zur Tour de France, wie gesagt, ist jetzt nicht die reale 2015 Tour de France, sondern eine alternierende, eine alternative, alternativ alternierende. Klingt bescheuert, ist aber so. Da sehen wir nochmal die anderen Fahrer. Ich bin gespannt. Also wenn wir natürlich uns anschauen, allein Kaas Monegas hat drei Fahrer dabei, die stärker sind als wir am Berg. Also wir sind, denke ich mal, so vom Bergwert, vom Durchschnittswert in den Top 10 anzusiedeln. Ich hätte gern noch die Stufe 20 gehabt, bevor wir in die Tour de France gegangen sind, aber das hat leider nicht gereicht. Was ich allerdings schon sagen kann, habe ich auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, der Ermüdungswert ist jetzt noch nicht so hoch und der wird bei der Tour de France auch gar nicht so hoch gehen, als dass wir nicht noch die Vuelta fahren könnten. Also da haben wir einen Monat Ruhezeit quasi. Da können wir durchaus uns wieder so gut regenerieren, dass wir unseren Titel verteidigen können bei der Vuelta und dann vielleicht hinten raus bei der Weltmeisterschaft angreifen. Was ein bisschen ungewohnt ist, wir starten schon als zweites unseres Teams, aber es liegt daran, dass Aru hier unser Kapitän ist, Bardet als Vizekapitän anscheinend. Also werden wir nur mit der Nummer 28 ins Rennen gehen. Quintana hat die 1, da sehen wir jetzt auch nochmal, Thibaut Pinot ist quasi schon, müsste dann gleich als erster Kaas Monegas-Fahrer ins Rennen gehen. Da sehen wir Contador dabei, Arenales und Berisha für den Sprint. Ansonsten noch einige sehr gute Helfer, gerade auch Caruso ist einer, der am Berg gut Tempo machen kann. Maika ist auch noch dabei für Lokoil, den haben wir eben auch nicht gesehen. Nibali, Kwiatkowski, Herrada, meine Güte, da können wir nicht wirklich mithalten. Gardini auch ein super Sprinter. Da sehen wir allerdings, dass unser Team da doch einige Schwächen hat. So, bin sehr gespannt. Wir machen das jetzt hier mal doch ein bisschen schneller. Da sind wir Giant Alpecin. Van Avermaet geht jetzt als erstes aus unserem Team an den Start. Wir können noch mal ganz kurz die Liste anschauen. Richie Port müsste schon auf der Strecke sein. Da können wir sogar mitfahren. Einer der Mitfavoriten auf den Sieg, allerdings nur mit der 9 genannt in seinem Team. Aber er hat natürlich auch einige richtig gute Michael Matthews, Bonifacio, Sprinter eher ausgerechnet. 12 Sekunden hat er verloren auf Bradley Wiggins. Ganz witzig, Bradley Wiggins fährt für ein sehr kleines Team. Das war das. Welches war es nochmal? Na. Ah, das war doch in so ein kleines belgisches Team, dachte ich. Oder? Ach, da oben sind die sogar. Da haben wir ihn. Hat eigentlich nur einen Prologwert von 77. Also gar nicht mal so stark. So, Van Avermaet mit einer Tagesform plus 3. Denk mal, man kann den Wert relativ hoch setzen. Sind ja nur so rund 6 Kilometer. Avermaet im Ziel, 11. mit 31 Sekunden Rückstand auf Bradley Wiggins. Da sehen wir jetzt Mike Ryder oder Mickey Ryder. Fahren alle so einen, na, Kilometer, 48, 47 Kilometer fährt er circa. Das können wir dann vielleicht, dass wir so auf 49, 50 fahren. Kein besonders guter Prologfahrer mit einer 69. Zwischenzeiten gibt es unterwegs leider keine. Geraint Thomas sogar auf Platz 2 gefahren. Ingvar Zakarin auch ein richtig guter. Aus dem kann man ein guter Rundfahrer werden. Wir schauen, Paterski kommt jetzt als nächstes. Dann Nora Gutti. Ein Luxemburger, italienischer Luxemburger anscheinend. Valet. Nicolas Roach gibt es auch noch, allerdings nur noch einen Bergwert von 74. Da kommt Van Poppel, aber nicht Boy Van Poppel. Da ist Talansky.
den wir jetzt mal ganz kurz mitnehmen. Eigentlich ein, ja, ich würde sagen, Fahrer für die Top 20. Vielleicht einer, der das Bergtrikot in Angriff nimmt. Und als, dann müssten wir jetzt auch bald schon kommen. Da haben wir Adam Yates, der Sieger der Tour de Suisse. Weiß nicht, ob er die ganz große Rolle bei der Tour spielen wird. Jetzt habe ich gerade schon Schiss bekommen, dass ich den Ulle verpasst habe. Aber wir haben ja die 28, nicht die 68. So, und jetzt müssen wir genau schauen. Plus 5 haben wir. Das ist natürlich ein Traum. Zum Start. So, können wir mit der 78 durchfahren. Es geht jetzt leicht bergauf, aber hinten raus auch nochmal leicht bergab. Jetzt müsste der grüne Balken ein bisschen weiter weggehen. Aber da geht es jetzt bergab. Auf, komm schon, Ole. Hau rein. Auf, komm, das läuft gut, das läuft gut. Und im Ziel sind wir und wir sind Erster mit einer Sekunde Vorsprung vor Bradley Wiggins. Yes, das lief doch schon mal gut, wobei Bradley Wiggins jetzt natürlich auch nicht mehr der Überfahrer ist. Aber da haben wir natürlich rechtzeitig zum Prologstart eine plus 5 Tagesform. Besser hätte es jetzt nicht laufen können. Okay, damit können wir auf jeden Fall schon mal arbeiten. Schauen wir nochmal einen Überblick. Ich meine, wie gesagt, ihr könnt euch ja auch mal könnt ihr auch auf Pause drücken und euch das mal anschauen. Auf jeden Fall die Kapitäne würde ich jetzt mitnehmen. Ansonsten stelle ich mal auf 8. Ich drehe die Kamera mal. Ich hoffe, dass uns da... Ach, Bob Jungels hat uns schon überholt. 3 Sekunden, aber gut. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter. Schauen wir mal. Toins fährt jetzt los. So, da ist wieder einer vorne reingefahren. Marcel Kittel sogar auf Platz 5. Stark. Scheint ein richtig guter Prologfahrer geworden zu sein, Marcel Kittel. Schauen wir mal. Giant Alpecin. Mit einem Wert von 75. Naja, mehr haben wir halt auch nicht. So, mal schauen, wer jetzt hier alles uns noch schlagen kann. Momentan sieht es ganz gut aus. Natürlich bei der Tour de France sind annähernd 200 Fahrer am Start. Schade natürlich, dass Bob Jungels uns sofort so schnell überholt hat. Wie gesagt, die Kapitäne nehmen wir dann einzeln mit. Dann sehen wir die auch mal ins Ziel fahren hier. Und jetzt ist Kwiatkowski der Top-Favorit auf den Tagessieg. Nur Zweiter, eine Sekunde hinter Jungels. Dann können wir auch schon mal schauen, wie es Aru und Bardet geht. So, jetzt düsen sie ja natürlich alle vorbei. Ist jetzt nicht so super spannend, da haben wir Debüskere gesehen. Demar hat auch eine Tagesform von plus 5. Einer, der vielleicht jetzt in die Top 10 fahren kann. Na, kann er nicht. 15. ist er geworden, aber vielleicht einer fürs gelbe Trikot für die ersten Wochen. Für die ersten Tage, nicht für die ersten Wochen. So viele Wochen hat so eine Rundfahrt ja nicht. Jetzt sind wir nur noch 4. Manuele Buaro hat jetzt die Führung übernommen. Wer ist denn Manuele Buaro? Das würde mich jetzt mal interessieren. Und für welches Team fährt der überhaupt? Manuele Buaro. Naja, schauen wir uns später mal an, was der für Werte hat. Diesen Kürzeln habe ich immer Probleme, die da oben stehen. Mein Movistar kriege ich hin. So, also 6 Sekunden Rückstand. Weiß nicht, ob fürs weiße Trikot reicht. Bob Jungels ist ja auch immer noch relativ jung. Da war jetzt Benot im Ziel als 40. Aber ich denke trotzdem, dass wir relativ gut leben können mit dem Ergebnis bislang. Von den Kapitänen weiß ich nicht, ob da einer jetzt im Prolog schneller fahren wird. Bin sehr gespannt. Hier ist natürlich die Creme de la Creme ist dabei. Romain Bardet startet jetzt. Jetzt sollten wir es dann langsam mal... Wie gesagt, ich würde natürlich gern mitfahren, aber es geht leider nicht. Verschiedene Kameraperspektiven. So können wir es mal lassen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und jetzt ist auch noch Rowan Dennis an uns vorbeigefahren. Damit war aber auch mehr oder weniger zu rechnen. Super Prologfahrer.
Da hinten haben wir schon Romain Bardet gesehen. Ja, hat eigentlich noch Reserven. Jetzt kommt hier Alaphilippe auf Platz 2. 2 Sekunden Rückstand. Sind wir nur noch 6 da, aber vor uns alles Fahrer, die im Gesamtklassement nicht die ganz große Rolle spielen. Bardet hat eigentlich wirklich noch Reserven. Also ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er verliert schon mal 31 Sekunden. Damit haben wir 25 Sekunden auf Bardet gut gemacht. Jetzt kommt hier Lawson Craddock ins Ziel. Als 18. mit 16 Sekunden Rückstand. Ich lasse das jetzt in Normalzeit durchlaufen. Jetzt kommen ja nur noch Fahrer, die wir kennen. Oscar Arenales, der Sprinter von Astana. Oder, naja, was heißt der Sprinter? Er ist eigentlich mehr oder weniger der Anfahrer für Berisha. Avila, auch ein guter Sprinter, aber für ein kleines Team, das macht erstmal, ist quasi der Capitano von einem kleinen Team. Boudard, ebenfalls Capitano, auch ein passabler Sprinter. So, dahinter kommt Slack da, kein guter Zeitfahrer, der wird ordentlich Zeit verlieren. 34 Sekunden Rückstand, aber gar nicht mal so schlimm. Jetzt kommt Genier. Einer, den man im Auge haben sollte, allerdings verliert er heute schon 35 Sekunden. Da liegen wir gar nicht schlecht. Polans kommt ins Ziel, eine 81 am Berg inzwischen. Ah, okay, dann ist das Orica Green Edge. Moscon mit EM Cycling. Ja, ein guter. Hügelwert gut, Beschleunigung gut. Viviani ist ein Sprinter, Entschuldigung, habe ich jetzt verpasst. Haben gerade noch so erwischt, Sprint 81, spielt heute auch keine Rolle. Kukar ebenfalls ein Sprinter. 32 Sekunden. Ja, suchen natürlich alle die Chance, das gelbe Trikot mal zu tragen in der ersten Woche. Cort Nielsen ebenfalls ein guter Sprinter. Und jetzt müssten auch bald mal die Favoriten auf den Gesamtsieg kommen. Jetzt kommt Cancellara ins Ziel, aber auch, man sieht, der Zahn der Zeit nagt an ihm. Dann Villamos, jetzt ist einer, der auf die Gesamtwertung fährt und da hat 29 Sekunden Rückstand. Ich denke mal, unser 6. Platz ist relativ gefestigt. Bauke Mollema sollte auch hinter uns landen, 24 Sekunden. Haben wir uns schon mal zumindest einen kleinen Vorsprung. Wenn wir mit den Gruppen ankommen, haben wir Chancen. Van Marke, einer, der im Frühjahr seine Chance sucht. Van Garderen fährt jetzt rein und hat einen 9 Sekunden Rückstand. Haben wir tatsächlich um 3 Sekunden geschlagen von Garderen, obwohl er einen besseren Prologwert hat, aber wir haben halt plus 5 Tagesform gehabt. Jacques Njarov inzwischen eine 80, nur 82 im Zeitfahren. Eieiei. Matthews, schauen, was der raushaut. Er hat 5 Sekunden Rückstand, hat uns knapp geschlagen um 1 Sekunde. Guter Prologwert, einer, der vielleicht die nächsten Tage dann mal in Führung gehen kann. Mark Cavendish kommt rein, 20 Sekunden Rückstand. Da hinten sehen wir Fabio Aru dann gleich ins Ziel fahren. Peter Sagan, klasse Allrounder, aber jetzt auch langsam die Werte nehmen ein bisschen ab bei ihm. Beschleunigung immer noch nur 84. Toni Martin kommt ins Ziel und ist nur 19. mit 15 Sekunden Rückstand. Das ist deutlich, ist die Form nicht besonders gut bei Toni Martin. Aru, der anscheinend auch nicht alle Energie raushaut, verliert 41 Sekunden. Das ist schon mal ein ordentlicher Rückschlag. Alexander Christoph sollte auch gut sein. 20 Sekunden Rückstand. Sollten auch gar nicht mehr. Jetzt müsste der letzte Fahrer, genau, Quintana. Mal schauen, was der ins Ziel bringt. 27 Sekunden Rückstand hat er im Ziel. Nun gut, da sind wir von den Top-Favoriten eigentlich am schnellsten gefahren. Ich sehe da niemanden vor uns, der uns am Berg gefährden könnte. Sind in die Phalanx quasi der Top-Prolog-Zeitfahrer vorgefahren. Bin ich sehr zufrieden mit und dann kennen wir nämlich jetzt auch langsam unsere Konkurrenz und was ich so gesehen habe, macht mir Hoffnung. Also gerade auch Quintana, finde ich, sah jetzt nicht so aus, als ob der in Topform hier an den Start gegangen wäre. Der Prologwert ist nicht so schlecht. Punktewertung natürlich 7. Wir schauen, Nachwuchsfahrerwertung führen wir. Haben wir quasi von der ersten Etappe an der Tour de France das weiße Trikot. Kann ich sehr, sehr gut mit leben. So, 7 Sekunden Rückstand sind es im Endeffekt dann doch keine 6, aber ist auch wurscht, die eine Sekunde auf Manuele Boaro. Den schauen wir uns mal an, hat nur einen Prologwert von 77, ist 30 Jahre alt. Okay, Cannondale fährt er, Entschuldigung, nicht Orica Green Edge. Teams, die ich öfter mal verwechsle. Cannondale, Garmin und Orica Green Edge. Aber, naja, ist auch wurscht. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden mit unserem Tour de France-Start, aber wir hören natürlich jetzt noch nicht auf nach dieser Folge, sondern wir spielen weiter und schauen, ob die Fitness sich jetzt schon mal wieder weiter nach oben verbessert. Schaut nicht so aus. Aber gut, ist noch der 5. Juli, es muss quasi erst noch weiterblättern.
Und wir werden uns dann in den grünen Bereich entwickeln. Wie gesagt, pünktlich zu den Bergetappen der Tour de France werden wir in absoluter Topform sein. Jetzt heute wird es ein bisschen hügeliger auf dieser Etappe. Wir sehen das, da müssen wir dranbleiben. 180 Kilometer zum Glück nur lang. Da versuchen wir dran zu bleiben und vielleicht haben wir Chancen, uns ein bisschen weiter zu verbessern, weil einige Top-Prolog-Fahrer heute Probleme bekommen. Wir sehen uns gleich wieder im Rennen. So, und damit nochmal herzlich willkommen zur Tour de France. Wir sind direkt in der ersten Reihe. Wir stehen neben dem grünen, gelben Trikot. Wir haben das weiße Trikot des besten Jungprofis und waren immerhin schon 8 Minuten 11 unterwegs. Bedeutet, die Beine sind schwer. Quatsch. Aber direkt neben der Apotheke, was natürlich überhaupt kein Zeichen sein soll, an den Radsport. Machen wir jetzt keine blöden Witze drüber und starten in unsere Tour de France. Und damit sind wir auf der Straße. Wir sehen den deutschen Meister Marcel Kittel, der heute schon weit vorne fährt. Ich weiß nicht, ob er heute unbedingt Chancen hat. Bei den Favoriten sind natürlich die üblichen Verdächtigen genannt. Junior Alaphilippe ganz vorne. Kwiatkowski dabei. Allerdings drei unserer Fahrer sind genannt. Natürlich Dylan Teuns dabei, der Teuns ohne H. Romain Bardet wurde genannt. Und noch einer, ich glaube Stüber war noch bei den Favoriten dabei. Also ordentlich. Wir waren nicht dabei, allerdings hoffe ich, dass wir vielleicht beschützt werden. Stüber beschützt allerdings lieber jemand anders, wie es ausschaut. Ich dachte, weil wir jetzt vielleicht Teamkapitän sind, hätten wir schon, weil wir jetzt der Beste in der Gesamtwertung sind. Teamkapitän sind wir ja leider noch nicht. Hätten wir Chancen, 7 Sekunden sind es nur. Und jetzt fahren wir unsere erste Tour de France. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, um das mal auf gut Altdeutsch zu sagen. Wir sehen, das Tempo ist relativ hoch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt sagen soll, dass es höher ist als bei anderen Rennen. Ich denke mal, das wäre jetzt einfach eine Missinterpretation, einfach nur, weil es die Tour de France ist. Das Tempo ist genauso hoch wie sonst auch. Der Balken baut sich jetzt wieder komplett auf, wie bei allen anderen Fahrern aus. Auch außer bei Teuns, der ein bisschen Nachführarbeit macht. Wie gesagt, heute einige unserer Jungs in der Favoritenrolle. Wir natürlich nicht. Wir sehen unser Hügelwert von 74. Beschleunigung ist schlecht. Da werden wir kaum Chancen haben, aber wir können immer mit einem hohen Tempo die Berge hochfahren. Ob uns das allerdings hinten raus so viel bringen wird, bin ich etwas skeptisch. Leider haben wir keinen Fahrer, der uns beschützt, obwohl wir so viele Jungs im Team haben, die eigentlich überhaupt nichts machen. Aber das Tempo ist brutal hoch. Also da soll die Ausreißergruppe wird nicht weggelassen. Jetzt haben sie es auch wieder eingeholt. Da jetzt der Sinn war, das erschließt sich mir nicht so ganz. Aber gut, willkommen bei der Tour de France. Das ist überhaupt keine Ausreißergruppe weg. Das ist natürlich nicht gut für uns. So viel Energie so früh verschwenden. Wir sehen, Romain Bardet hat ein kleines bisschen mehr grünen Balken, soweit man das mit dem Auge sehen kann. 29 Fahrer sind schon abgehängt. Das ist heftig. Über 2 Minuten Rückstand, aber das Tempo ist jetzt ein bisschen gesunken, also müssten die eigentlich wieder ranfahren. Ja, kommen jetzt auch näher. Jetzt versuchen es nochmal zwei vorne. Sind aus zwei, sind vier geworden. Und die Jungs werden jetzt hoffentlich weggelassen. Jetzt wird das Tempo wieder etwas höher. Wir sehen Arnaud Demar, der schon relativ weit vorne fährt und Tempo macht. Okay, er stellt sich also quasi auf den Hügeletappen auch in den Dienst der Mannschaft. Jetzt, wo er heute keine Chance hat, finde ich okay. Ob das unbedingt so sinnvoll ist, lassen wir mal dahingestellt. Tagesform haben wir noch keine. Bin mal gespannt, was Romain Bardet heute macht. Da kann ich mir vorstellen, dass der heute attackiert. Es sind noch 114 Kilometer bis ins Ziel. Hinter uns sehen wir Alexander Kristoff, den norwegischen Meister. Lawson Craddock, cooler Name eigentlich. So, die Plus 2 von Stüber hätte ich schon mal gern. Also für uns gilt es heute, keine Zeit verlieren und dann die nächsten Etappen einfach nur mitrollen und die Form aufbauen. Die nächsten Flachetappen werde ich auch alle in eine Episode packen. Dann sind wir so etwas schneller quasi durch die Tour de France durch, wobei ich das ja zelebriere und genießen möchte. Aber vor allem auch erfolgreich sein. So, der Pfeil zeigt zur Seite. Kann also alles heißen, Plus oder Minus. So, Ingo Appelt ist momentan vorne in der Gesamtwertung. Heute wäre es wichtig, eine gute Tagesform zu haben. Und wie gesagt, ich will heute eigentlich keine Minute verlieren. Unsere wirklich gute Ausgangsposition aus dem Auftaktzeitfahren möchte ich nicht gleich wieder verlieren. Fünfter sind wir in der Teamwertung. Jetzt zeigt der Pfeil gerade nach oben und vielleicht kriegen wir jetzt plus 2 ist die Tagesform. Sehr gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal plus minus 0. Super.
Räumi. So, Berg der vierten Kategorie nehmen wir auch relativ locker. Wir sehen allerdings allein schon an den Pulswerten verglichen mit Romain Bardet, dass es dem besser geht. Aber gut, er hat auch einen Fahrer, der ihn beschützt. Das haben wir leider nicht. Fabio Aru ist ziemlich schlecht in Form. Das sehen wir auch an, wo er im Feld fährt. Dem geht es nicht wirklich gut. Ich weiß auch gar nicht, warum er hier mitfährt. Aber, naja, wer Giro d'Italia und Tour de France hintereinander weg, wird schwierig. Wir werden das wahrscheinlich bei der Vuelta sehen. Ich würde sagen, dass wir vielleicht dann die Füße erstmal komplett hochlegen nach der Tour de France und zur Vuelta dann vielleicht zur Eneco-Tour, um uns ein bisschen Rhythmus zu holen. Aber vielleicht fahren wir auch gar nichts mehr zwischendurch. Mal schauen mal. So, die Ausreißer sind immer noch rund 3 Minuten weg bei 57 Kilometern. Das ist, denke ich mal, noch im Rahmen, der okay ist. Da geht es jetzt sehr steil hoch. Eine kleine Gruppe. Das setzen wir trotzdem jetzt schon mal auf 80 hoch. So, da sind wir Marcel Kittel kämpft. Da haben wir den Weltmeister Kwiatkowski, der heute, denke ich mal, gute Chancen haben wird. Kempe wird jetzt von Gunther Racing vorne angezogen. Da sehen wir Pinot, der nur ein Helfer ist bei Astana, also bei Kasmanigas mit einem Wert von 83 Helfer. Ist auch eine Sensation. Colbrelli dabei. Da haben wir Favilli, alles Helfer. Also absoluter Irrsinn. Romain Bardet regeneriert deutlich besser, als wir das tun. Also wir sehen schon, heute dranbleiben. Mehr als dranbleiben ist nicht... Puh, ich mag so Etappen nicht. Da haben wir letztes Jahr beim Giro d'Italia ganz, ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Deswegen 49,5 Kilometer. Jetzt sollte der gelbe Balken auf der Abfahrt sich hoffentlich wieder auffüllen. Das wäre ganz wichtig. Wichtig, nicht wichtig. Was ich mich manchmal frage, wirklich, wir haben so viele Fahrer, die hier nichts zu tun haben und keiner beschützt uns. Finde ich ein bisschen doof. Also zumindest, na gut, Treuns hat heute seine eigenen Chancen. Darf wahrscheinlich auf Etappensieg fahren. Von daher, das nehme ich ihm gar nicht so übel, aber die anderen Jungs könnten schon was machen. 46 Kilometer noch, ich denke mal, wir müssen jetzt noch nicht nach vorne fahren. Natürlich wieder nach oben. Romain Bardet fährt auf jeden Fall schon mal weiter nach vorne. Wie gesagt, der muss heute eigentlich was machen. Hat eine sehr, sehr gute Form. Tagesform ist bei ihm bei plus 1, also auch nicht ganz schlecht. Stieber versucht da jetzt verzweifelt vor ihm zu bleiben. Und jetzt das Tempo doch schon mal wieder etwas schneller. Aber ich denke mal, die Gruppe wird hier noch nicht auseinanderfallen. Wenn da jetzt einige versuchen, nach vorne zu fahren, dann müssen wir vielleicht doch mal den Einsatzbalken bringen auf 80. Nicht, dass wir hier abgehängt werden. Haru fährt da vor uns. Dann geht es aber auch schon nicht mehr so gut, aber ähnlich wie uns. So, ich denke mal, das ist jetzt okay. Da sind wir auch wieder bei Bardet. Können wir wieder ein bisschen Tempo rausnehmen. Jetzt wieder etwas schneller, es liegt aber alles an der Bergwertung. Okay, jetzt ist die Gruppe, bleibt ja zusammen, da entsteht keine Lücke. Kann man ein bisschen Tempo rausnehmen, jetzt müssen wir uns aber auch regenerieren. Dann haben wir Nairo Quintana direkt vor uns mit der Rückennummer 1. So, das ist ein interessanter Rennverlauf. Bleibt erstmal flach, aber es gibt nochmal eine Abfahrt und ich hoffe, dass wir da, wie gesagt, wieder den gelben Balken regenerieren können. Das Tempo ist jetzt immer noch im Puls 160 für uns. Wir sehen, Romain Bardet hat 155. Das ist immer ein guter Vergleich heute. Benoit hat eine plus 5, kann also vielleicht heute am Hügel auch noch was reißen. Genau das war der dritte Fahrer, nicht Stüber. So, Ulle nimmt jetzt komplett raus, wie wir gerade gesehen haben, fährt er schön mit Gesundheitslenker. Vorne müsste jetzt gleich die Abfahrt beginnen. Es geht erstmal, fängt erstmal leicht an und geht dann etwas steiler runter. Und jetzt haben wir nur noch die Hälfte des gelben Balkens. Aber die Abfahrt sollte zumindest 2-3 Kilometer lang sein, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Dann sind es aber immer noch rund 30 Kilometer bis ins Ziel. Jetzt macht Kasmonikas vorne Tempo. Bei Quintana noch relativ. Ja, er ist jetzt gerade nach vorne gefahren, da sehen wir ihn. Ich dachte, er wäre noch hinter uns. So, gelber Balken. Wachse, wachse, wachse.
Ich dachte gerade, Benot geschützt, sonst macht er natürlich nicht. So, jetzt aber, komm, der Puls ist ziemlich niedrig. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Da vorne wird es schon wieder flacher. Jetzt beginnt eigentlich die entscheidende Rennphase. Jetzt ein Stück weiter nach vorne. Jetzt macht Ulla aber auch relativ locker. 5 Kilometer sind es jetzt noch. Und vorne geht jetzt die Post ab. Da attackieren zwei Astana-Fahrer quasi unten in den Berg rein für das Team. Wir gehen aber mit. Das gelbe Trikot direkt dahinter. Da sehen wir Romain Bardet direkt neben uns. Und jetzt das Tempo extrem hoch. Jetzt müssen wir dabei sein, solange bis der gelbe Balken hergibt. Das ist keine leichte Aufgabe, wie man sieht. Aber wir fahren neben Quintana. Das Astana, also Krasmonigas Team, wird jetzt Tempo kontrollieren, und solange Quintana hinter uns ist, sollte das eigentlich nicht das ganz große Problem sein. Tempo wird jetzt nicht mega hoch, 20 Kilometer noch und auch noch einen halben gelben Balken. Das ist eine ganz, ganz kurze Abfahrt, und dann geht es in den Berg der dritten Kategorie rein, der vielleicht jetzt die Entscheidung bringt. So, darauf kommt schon, da ist der amerikanische Meister. TJ van Garderen ist amerikanischer Straßenmeister. Also nach der Tour des Swiss die Meisterschaft geholt. Und da vorne wird es jetzt wahrscheinlich, jetzt kommt Quintana nach vorne. Jetzt wird es eine Attacke geben. Jetzt beginnt die entscheidende Rennphase. Wir holen jetzt mal unser Energiegel rein. Mehr als 80 kann ich allerdings nicht geben. Das sind noch 2 Kilometer. Danach gibt es ja nochmal 2 kleine Anstiege. Ach, ich hoffe, es reicht. Der Ball geht jetzt relativ schnell weg, 1 Kilometer noch. Aber es scheint zusammen zu bleiben. Der Ball muss jetzt, ist schon sehr gering, aber das Feld bleibt zusammen. Jetzt wird da attackiert. Ich gehe mal nicht mit. Nee, es bleibt alles zusammen. Es bleibt alles zusammen, alles gut. Quintana drückt jetzt auf die Tube. 10 Kilometer noch. Jetzt geht es hier leicht bergab. Das Tempo ist, ne, beim Puls 150 trotzdem. Ja, wie gesagt, es kommen noch 2 ganz leichte Kuppen. Eieieiei, 8 Kilometer. Ich hoffe mal, das wird nicht besonders lang sein. Diese Anstiege, der gelbe Balken wächst vielleicht etwas. Jetzt müssen wir wieder 80 da reinfahren, ansonsten immer kaputt. Jetzt nochmal Attacken von den anderen Fahrern. Eieieiei. Wir verlieren heute definitiv Zeit. So, jetzt fahren wir uns vorbei. Aro ist platt. Und da entsteht jetzt auch eine kleine Lücke, denke ich mal. Und wir fahren wieder rein. Jetzt kommt da noch ein kleiner Hügel. Es sind aber nur noch 2,9 Kilometer. Und wird jetzt attackiert. Das schaffen wir noch, das schaffen wir. Der Balken, jetzt ist der letzte kleine Rest weg. Dylan Teuns ist direkt vor uns. Da vorne sind jetzt einige Fahrer. Ja, wir sind direkt neben Quintana, was gar nicht schlecht ist. Aber immer noch 1,5 Kilometer. Oh Gott, vielleicht schaffen wir es. Jetzt fahren sie uns natürlich weg. Aber ich kann da jetzt nicht mitgehen, ansonsten ist unser roter Balken gleich weg. Oh je, ich hoffe, wir verlieren nicht zu viel Zeit. 600 Meter noch für Ulle. 29 Fahrer sind dabei. Ich hoffe mal, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Achso, Benoit hat gewonnen. Das soll nicht untergehen, aber wir müssten eigentlich mit der Gruppe angekommen sein, oder? Ich meine ja. Eigentlich müsste das geklappt haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das war eine ganz gute Etappe, nicht perfekt. Sehr schöne Zielankunft hier mit den Plattenbauten. So, 18 Minuten hat der letzte Rückstand gehabt, und wir sehen, Mathis Benoit gewinnt tatsächlich die Etappe, damit der erste Etappensieg für unser Team. Freut mich richtig. Hat auch das belgische Meistertrikot anscheinend an.
Hinten raus ist es knapp geworden, aber er hat es geschafft. Er hat es bis ins Ziel gerettet. Dann schauen wir uns mal die Ergebnisliste an. Da war Bardet. Waren wir da auch mit dabei? Mal schauen. Wir verlieren keine Zeit. Sehr schön. Die ersten 45 Fahrer sind alle zusammengewertet worden. Damit sind wir jetzt immer noch auf Platz... Ne, jetzt sind wir Sechster. Mit 7 Sekunden Rückstand haben also einen Platz gut gemacht. Wer hat denn da Zeit verloren heute? Ja, das war Toni Martin, der leider rausgefallen ist aus der Gruppe. Aus deutscher Sicht leider. So, das haben wir sehr gut überstanden. Wie gesagt, jetzt kommen erstmal drei Flachetappen. Die werden wir quasi auch in einer Folge fahren. Allerdings haben wir da natürlich nicht ganz große Optionen. Wir sehen auch, wir sind als Wasserträger hier dabei bei den Flachetappen. Aber dann sehen wir uns dann gleich wieder, beziehungsweise dann morgen wieder in einer neuen Aufnahme. Und jetzt wird es erstmal flach. Bis dann.